Gestern haben wir schon probiert, ausgiebig im Stream, und heute muss ich aber nochmal ran hier an den Bernsteinsee. Alles komplett ausgelegt in Richtung Barbe, denn die war gestern hier an der Stelle doch immer mal wieder dabei. Also testen wir doch mal hier jetzt ein bisschen auf Barbe. Ich habe jetzt gerade hier in den Morgenstunden oder in der Nacht alles zusammengetüdelt, das gesamte Setup aufgebaut und teste jetzt hier an der Stelle nochmal ein bisschen weiter auf Barbe und Co. Gestern waren wir schon, ja, viel unterwegs, also wirklich viel komplett am Berni halt alles getestet, verschiedenste Spots, und ich muss sagen, auf ganz große Boilies beziehungsweise ganz große Haken war es gestern bei mir nicht so erfolgreich. Und jetzt eben nochmal testen mit normal groß. Also wir gehen gleich natürlich wieder auf Setup ein. Normal große Haken, normale Köder, normale Größen. Und ja, so für nebenbei schon mal ausgeworfen. Läuft es schon ganz gut an. Die ersten paar Brocken kommen schon rein. Und jetzt geht es auch richtig gut los. Ich glaube, ich mache jetzt langsam mal die Futtermische wieder runter. Auch die zeige ich natürlich gleich. Aber ich will jetzt hier nicht zu viele Brocken haben, zu viel Futtermische im Wasser. Denn ich bin hier mit relativ großen Partikeln in der Futtermische und dafür nicht ganz so große Partikel quasi als Köder. Das heißt, wir locken vielleicht doch nochmal die etwas größeren an. Aber, na, wobei es können auch kleine drin sein. Die Futtermische ist so aufgebaut, dass es zum Teil klassische Komponenten sind von der Barbenfuttermische. Und zum anderen eben auch die großen Partikel, dass man dann, wenn die Barben da sind, auch die größeren lockt. Allerdings bisher alles Schuppis hier. Alles Schuppenkarpfen in der Kombination oder in den drei Kombinationen, die ich habe. Und von den Größen her auch gar nicht so riesig. Ich habe aber auch nicht so die riesigen Boilies. Ich habe zweimal 16er Boilies drauf und einmal nur 20er Boilies. Aber das ist das Karpfenangeln, was mir auch gefällt. Karpfenangeln mit Frequenz, wo auch ein bisschen Action ist und zack, und einer nach dem anderen hier reinbimmelt und man nicht hier 10 Minuten sitzt und sich denkt, allen, was ich jetzt alles machen könnte. Also lieber hier schön ein Brocken nach dem anderen rausziehen und ausschlitzen lassen. Ah, also ich mache die Bremse doch nochmal ein bisschen weiter runter. Nicht so hart überzeugen den Fisch, sondern wenn er doch ein bisschen abziehen will, dann lassen wir ihn abziehen. Jetzt gucken wir mal eben rein hier, zumindest in das erste Setup. Also komplett klassisch hier wieder mit der Fortuna Carp. Ich habe immer noch die Braid drauf, muss natürlich an der Stelle nicht zwingend die geflochtene Schnur. Aber naja, ich bin komplett hier auf 31 Kilo ausgelegt, sollte eigentlich reichen. Gerade natürlich jetzt mit dieser Schnur 500 Meter, die gibt es übrigens am Weihnachtsmarkt. Bald ist es hoffentlich wieder soweit, 500 Meter Schnur. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der Wenger 500 Meter Schnur drauf. Damit sollte eigentlich alles reingehen. Easy. Und Leadcore und das Blei hier auf 70 Gramm. Klar, alles hier auf 31 Gramm. Einserhaken nur den guten Mugger. Und dann alles hier, ne, mit 16er Pop-Up Octopus. Jetzt fällt mir gerade ein, ich baue ein Setup gleich nochmal um auf klassische Haarmontage mit sinkenden Boilies, aber auch hier in Richtung Tintenfisch. Und natürlich, ganz wichtig, tintenfischlastige Barben-Futtermische. Also Barbe Original, deswegen ist auch der Name Barbe plus Tintenfisch. Wir haben Sonnenblumenkernbasis, wir haben Lehm mit drin, wir haben Fliegenmade mit drin. Und dann sind aber hier drei Komponenten nochmal ein bisschen umgeändert vom Barbe Original auf die Tintenfischkomponenten. Und das läuft hier auch schon richtig gut an. Aber die kommt jetzt hier wieder raus. Genug angefüttert schon hier in den Morgenstunden. 35 Meter übrigens hier an der Stelle. 35 Meter raus. Da haben wir den nächsten. Jawohl. Ja, der lässt sich auch locker einziehen. Sehr gut. Also ran damit. Und dann baue ich gleich die linke Rute hier. Die baue ich gleich nochmal um. Und zwar einfach mit sinkenden Boilies. Das ist zwar jetzt gerade die Route,
die hat die größten Boilies, die hat die 20er Boilies drauf. Aber die ändern wir jetzt gleich nochmal auf sinkend, denn die Barbe, ja, die könnte, glaube ich, die gründelt ja auch ein bisschen mehr rum. Und da sind, glaube ich, die sinkenden Boilies ganz praktisch. Gucken wir mal, ob das so geht. Das hier, oder soll ich das hier auch schon umbauen? Ich lasse das nochmal so, weil die Frequenz eigentlich ganz gut ist hier. Also ein bisschen weiter auf die 35. Zack, geht genau. Man sieht hier auch, also beides Tintenfisch. Achso, anderes Setup ist Tintenfisch-Mais gelb. Hier ist Tintenfisch-Mais rot. Beides halt drin. Und beides funktioniert. Also bisher noch nicht so den riesen Unterschied gemerkt. Ja, beides von der Frequenz her ausgiebig vorhanden. Kann man gut machen. Na komm ran hier, die kleinen Dinger. Die können wir auch mal mit ein bisschen Speed ziehen. So, und wieder schön rein. Wo sind wir hier an welcher Stelle? Wer es noch nicht direkt erkannt hat, ist vielleicht auch ein bisschen tricky. Bernsteinsee und hier unten auf dem Schniepi. Auf dem kleinen Schniepi, da sitzen wir an der Spitze. Und dann geht das hier raus. Wichtig, 35 Meter. Ich habe es gestern Abend im Stream auch nochmal getestet. Wenn man hier auf 30 Meter ungefähr nur rauskommt, landet man im Grün. Das heißt grüner Untergrund. Und dementsprechend müsste man natürlich sein Setup auf Grün dann umstellen. Grünes LED-Core, grünes Blei, Vorfach ist egal. Aber zumindest diese zwei Komponenten, wenn man das Maximum rausholen will. Also da dann doch wieder umstellen auf eher grün. Wenn man merkt, okay, ich komme nicht so weit raus mit meinem Setup. Oder man will es vielleicht auch gar nicht. Man will explizit im grünen Gürtel da eher rumfischen. Also von hier vorne bis 30 Meter raus alles grün. Vielleicht sogar bis 32 Meter. Aber dann irgendwann kommt der Wechsel zwischen 30 und 35 auf schlammig, auf lehmigen Untergrund sogar, genau. Und dann passt das auch hier wieder von unserem Setup. So, jetzt tut sich hier die ganze Zeit auf der linken nichts. Bedeutet, ich hole jetzt hier die linke einfach mal wieder rein. So. Zack. Und da, Alter, hier ist aber auch 16er Boilies. Einer nach dem anderen hier. Sensationell. 16er Boilie Pop-Up. Und dann einfach nur Mais und dann geht schon wieder los. Ich komm überhaupt nicht hinterher. So kann das natürlich. Mach auch hier nochmal ein bisschen lockerer. So. Go, go. Aber noch nicht eine Barbe, ne? Gestern war das ganz gut. Ich stand hier gestern nur mit Mais. Vielleicht ist das der Knacker. Einfach nur das Maiskorn. Vielleicht waren die anderen, sind die anderen Komponenten alle zu groß. Wobei ein 16er Boilie doch eigentlich ganz gut gehen könnte noch für die Barbe. Das ist eigentlich nicht zu groß. Die gehen auch auf 20er eigentlich. So, der ist schon mal ein bisschen größer. Da könnten wir einfach mal wieder keschern. Dass wir unser Setup nicht so sehr belasten. Und nicht noch mehr Verschleiß hier machen auf dem Blank. So, langsam hochziehen. Und naja, der ist eh schon wieder rausgesprungen. Okay, raus damit. Direkt wieder weiter mit der anderen Route. Also Frequenz, sensationell hier schon. Ich zeige auch gleich auf der Map nochmal andere Spots, die auch immer noch gut gehen sollen. Ansonsten einfach mal im Discord schauen. Da wird gerade auch einiges gepostet am Bernsteinsee. Link zum Discord ist direkt unterm Video. Und da einfach mal reinschauen, was da gerade geht am Berni. Tintenfisch, Oktopus scheint gerade the way to go. An vielen Stellen richtig gut zu funktionieren und auch richtig dicke Brocken zu liefern. Jetzt habe ich endlich die Chance. Jetzt aber schnell einkurbeln hier. Und wir bauen hier mal eben um auf, Alter, es geht einfach weiter, auf klassische Haarmontage. Hier ist es, mit den sinkenden Boilies. Und dann gehen wir hier rein mit Pellet und Boilie. Haben wir was Tintenfischiges? Ja, wir nehmen die 16er. Wir gehen relativ klein rein, weil das Gesamtpaket ja dann wieder ein bisschen größer wird. Tintenfisch, haben wir hier nochmal Tintenfisch. Wir haben Oktopus und hier diesen Oktopus und Tintenfisch in 12. Das Ding habe ich eben auch in der Futtermische. Wer es gerade nicht richtig gesehen hat, also in der Futtermische im PVA ist Tintenfisch und Oktopus, das, was ich ja eigentlich die ganze Zeit verwende, das ist drinne. PVA lassen wir weg und dann läuft das wieder raus hier auf 35 Meter. Zack.
Und dann bin ich mal gespannt, ob da hier auch was reingeht. Die beiden anderen eskalieren hier weiter. Die Karpfen haben weiter Bock. Die Schuppis gehen hier ordentlich rein. Nicht verkehrt, ey. Ja, so für den Anfang. Ich habe natürlich jetzt hier ganz entspannt angefangen. Gleich mal eben reingucken, wie das aussieht. 13, 14, 15 Fischis. Alles aber auch hier, ja, ich sag mal, noch nicht so die super großen. Gucken wir gerade mal eben rein. Genau, jetzt habe ich hier relativ langsam angefangen. Da war erstmal nur eine Rute draußen. Man kann sagen, jetzt hier die letzten 10 Minuten, 15 Minuten mit allen drei Ruten gleichzeitig. Ist das schon ganz okay? Ist das schon eine ganz gute Frequenz? Man sieht es, glaube ich, auch von der Frequenz. Und wenn jetzt gleich noch so ein bisschen mehr auch die Barbe kommt, dann wäre ich doch schon sehr zufrieden. Aber auch hier mit den Karpfen gar nicht so schlecht. Der auch wieder so ein bisschen mehr Bock. Also einer, der wieder so ein bisschen mehr. Und die wieder der nächste. Es ist wild. Es ist wild. Richtig gut. Einfach nur kleine 16er Pop-Up-Boilies. Und die Tintenfisch-Maiskörner. Und es rasiert hier auf dem Einserhaken. Vielleicht könnte man das natürlich auch ausnutzen, wenn der Spot hier so gut abgeht. Mit großen Boilies. Dann ist natürlich die Frequenz komplett im Keller. Aber vielleicht hat man dann die Chance hier auf eine schöne Trophy. Wäre eine Option. Apropos Trophys. Es waren halt einige Bilder schon drin von Trophys hier am Bernie. Mit oder auch für seltene. Also Geister, Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen und so weiter. So, machen wir mal eben dicht. Und zwar von den Spots her, ganz wichtig, hier unten neben dem Anleger, hier ist der Anleger und hier neben ist eine Stelle, hat auch gut funktioniert auf 25 Meter und hier oben eine Stelle, ziemlich genau, wo die Linie runterkommt, hier in die Area auf 21 Meter, hat auch gut funktioniert. Allerdings, ja, da muss man dann auch wirklich ein bisschen Geduld mitbringen für die dicken Brocken, wenn man da mit großen Boilies eben reingeht. Aber die zwei Stellen durchaus auch nochmal testen. Da stehen zurzeit einige und rasieren hier ganz gut raus. Und es funktioniert. Also von daher einfach mal testen und gucken, ob die Spots nicht auch funktionieren. Jetzt hier gerade die erste Reaktion auf sinkende Boilies. Das ist doch mal endlich was. Haben wir hier doch noch die Barbe am Start. Gesamte Futtermische in Richtung Barbe ausgelegt. Und bisher noch nicht eine Barbe. Aber so geht das, ne? Immerhin sind die anderen Fische da. Das ist doch nicht schlecht. Gucken wir mal. Und es zuppelt weiter. Richtig gut. Richtig, richtig nice. Also wenn das so bleibt, wenn die Frequenz da so bleibt, kann man nochmal schön hier den Kescher voll machen, bis der Spot nichts mehr macht. Futtermische natürlich wie immer schön in den Morgenstunden, am besten so gegen 4 Uhr auswerfen, damit da so gegen 6 Uhr die Primetime ordentlich befüttert ist. Und dann wechselt man oder dann nimmt man es irgendwann runter, dass man so ein bisschen Pause lässt, gerade bei so einer großen Frequenz. Und danach geht es dann, ich sag mal so gegen 4 Uhr nachmittags nochmal mit 2-3 PVAs rein. Und dann hat man auch eigentlich genug angefüttert den ganzen Tag über. Na guck mal, nochmal einer, der so ein bisschen mehr in die Bremse geht hier. Und es zuppelt weiter. Du ziehst den einen rein und der nächste zuppelt wieder los. So soll das doch sein hier. So, den ziehe ich jetzt mal einfach relativ langsam rein. Also einfach nicht mit so viel Druck. Und jedes Mal, wenn er nochmal abziehen will, dann hat er die Chance, nochmal wirklich auch in die Bremse zu gehen. Und dann klackert die Bremse ein bisschen. Kann er gerne machen. Also ich habe die Bremse jetzt hier nicht bis zum Anschlag gesetzt, sondern kurbel den jetzt hier ganz auf entspannt rein, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht ausschlitzt. Wenn das halt einmal schon passiert ist, will man das ja nicht nochmal haben. Also von daher relativ locker reingezogen jetzt hier. Und wenn er gerade noch so ein paar Züge gemacht hat, stark in eine Richtung, stark in eine andere Richtung, genau jetzt gerade schon wieder, dann hat er einfach die Chance, nochmal ein bisschen Schnur zu nehmen. Dann klackert das nochmal ein bisschen, aber man hat einfach nicht so viel Druck aufs Gesicht. Und dann bleibt er doch auch hoffentlich dran. So, komm ran hier. Und dann im Idealfall halt so ein bisschen auch
noch so leicht im Wasser drinnen lassen. Perfekt. So, nächstes Ding. Zieht auch schon die ganze Zeit. Also, es läuft nach wie vor. Kleines Gezuppel hier auch schon wieder auf den sinkenden Boilies. Aber leider bisher noch nicht eine Barbe. Aber kann ja noch kommen. Vielleicht ist auch ein bisschen anderes Wetter angesagt. Vielleicht wäre das noch ein bisschen passender. Oder ich teste einfach gleich nochmal komplett nur mit Mais und lasse dann die Boilies und Pellets einfach weg. Und lasse einfach nur Maiskorn dran. Sorgt natürlich auch nochmal für richtig, richtig gute Frequenz. Kann man durchaus machen. So, ein kleiner mit 4. War noch was dran hier? Tatsächlich. Zack, auch nochmal hier auf den sinkenden Boilies. Und da kommt da ran auf sinkenden Boilies der erste gerahmte. Ja, also gar nicht so schlecht bisher. 20 Fischis jetzt im Sack. Wir gucken mal kurz in den Kescher. Hat sich das Ganze denn wieder gelohnt oder nicht? Ich würde sagen, von der Anzahl und von der Frequenz her sieht das schon wirklich gut aus. Zack, da sind sie hier. Mal eben nach Preisen sortieren. Ja, 121 Silber. Fangzeit nochmal eben kurz reingeguckt. Das sind sie hier alle. Ja, fangen wir mal hier bei den 20 Minuten ungefähr an. Das war hier alles noch Aufbau, wo nur eine Route drin war oder irgendwann die zweite Route. Aber ich sag mal jetzt mit 3 Routen in der Zeit schon eine wirklich gute Frequenz. Kann man machen. Zack, kann man weitermachen. Also, Petri ihr Lümmels, ich gehe jetzt weiter die Barbe suchen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream immer gleichzeitig um 19 Uhr YouTube und Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags. Bis dahin, Petri.